So, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben die nächste News. Jan-Niklas We Beste wechselt. Ja, es kam gerade eben rein. So schnell gehen dann die Videos hintereinander. Ihr könnt natürlich auch gerne das letzte Video nochmal abchecken, aber jetzt ist er unten verlinkt. Jetzt natürlich erstmal zu Jan-Niklas Beste. Dieser hatte eine wirklich gute Leihsaison gehabt bei eben Jan Regensburg. Werder hat jetzt auf seinem, auf ihrer Homepage offiziell das Ganze auch vermeldet, dass Jan-Niklas Beste wechselt und zwar nach Heidenheim. Kam dann doch vielleicht ein bisschen überraschend, nachdem gestern auch Hannover so kurz mal ins Spiel gebracht worden ist, dann wieder dementiert worden ist. Zwischenzeitlich war auch so ein bisschen so ein kleines Underground-Gerücht, sage ich mal, das Beste vielleicht in dem Pauli-Poker mit drin ist. Es gab eigentlich zu Beste jetzt echt drei, vier, fünf Gerüchte in letzter Zeit, was wir aber jetzt definitiv sagen können, das stimmt alles irgendwie gefühlt nicht, denn Heidenheim hatte, glaube ich, niemand auf dem Zettel, aber da geht er jetzt hin. Ich wünsche ihm da ganz, ganz viel Glück. Ich habe tatsächlich gedacht, dass Jannik das Beste bei uns die Vorbereitung mitmacht und man dann schauen wird, okay, gibt man ihn ab oder eben nicht. Dem ist jetzt scheinbar aber nicht so. Jannik das Beste geht für Summe. Fragezeichen, denn über die Transfermodalitäten wurde stillschweigend verhandelt. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel wir bekommen. Es stand mal im Raum, irgendwas zwischen 300 und 500 K, sowas wird Jan-Niklas Beste wohl gehen. Das ist aber auch eine Summe, die ist jetzt, ne, ohne Gewähr. Also, das, wie gesagt, es gibt keine offizielle Angabe zu der Summe. Was sie aber sagen können, ist, er hat einen 1,2 Millionen Marktwert. Kriegt morgen wahrscheinlich nochmal ein Update. Aber ja, hat sein Marktwert gesteigert auf 1,2 Millionen bei Regensburg. Hatte dann eine gute Saison. Hat 25 Spiele gemacht gehabt, 4 Tore dabei erzielt und 5 Vorlagen. Ist jetzt nicht so verkehrt. Wie gesagt, ich hätte tatsächlich gedacht, nach der Leihe, dass er bei uns die Vorbereitung mitmacht und man dann schaut, okay, ist der jemand für die erste Liga oder eben nicht. Dennoch wünsche ich ihm, wie gesagt, nur das Beste, alles, alles Gute. Ich glaube, er hatte eine gute Leihe, wird in der zweiten Liga bei Heidenheim mit Sicherheit auch eine gute Saison spielen. Oder ich wünsche ihm da sehr, sehr viel Glück bei. Und mehr können wir eigentlich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Das war es von meiner Seite aus. Schreibt alle unten rein. Viel Glück bei Heidenheim, Beste. Und ratet auch gerne mal, was wir bekommen. Also, was die Summe ist. War ein bisschen, ne? Haut mal einen raus.